Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Wir sind heute auf der... Wie heißt das hier? Die? Der 25-Stunden-Lauf in... Von der Wispo in Wiesbaden, genau. Wir laufen heute hier für das Autohaus Häse. Ja, sind wir schon hier auf den Trikot, sieht man es. Und das ist die Frau Häse. Hallo. Und wir sind ja hier unterwegs gleich, aber nicht 25 Stunden am Stück, sondern wir wechseln uns hier ab. Henning ist wieder da, kennen wir ja schon. Und gleich sind wir auf der Strecke und dann sehen wir mehr von uns. So, jetzt bin ich hier bei meiner ersten Runde auf der Strecke. Hey! Ich dachte, hat er mich erschreckt, du Mann, bist du bescheuert? Der Typ, ey. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Hat der mich erschreckt? Naja, auf jeden Fall, ich bin ja bei meiner ersten Runde und werde gleich übergeben, wenn ich den ersten Kilometer gelaufen habe, an den Henning. Mal gucken, ob ich das festhalten kann. Alter, der hat mir den Herzinfarkt eingejagt. Verdammte Scheiße. Ich komme jetzt gleich zum ersten Wechsel. Der Henning wartet offensichtlich gleich auf mich. Hier ist sozusagen die Runde zu Ende. Ich werde schon wieder wiederholt, das gibt's doch gar nicht. Und irgendwo hier steht jetzt der Henning und wartet auf mich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Henning! Weiter geht's! Ah, da kommt er wieder, der Henning. Da ist er, da ist er. Und jetzt, abklatsch, komm. Und weiter geht's, genau. So, jetzt bin ich schon wieder auf der Bahn. Zweite Runde. Und ich bin sauschnell hier. Sauschnell bin ich. Ja, hier, zum Modus mal ein paar Worte. Man läuft hier immer einen Kilometer in der Runde und klatscht sich dann ab. Bedeutet, man kann die eine Runde in erhöhtem Tempo laufen. Und hat dann wieder Pause. So machen wir das hier 25 Stunden am Stück. Insgesamt sind es 12, 13 Leute, die da mitlaufen. Und der Henning und ich sind nur zwei von denen. Wir haben jetzt 21 Uhr und die laufen schon seit heute Morgen um 9. Verdammte Scheiße. Ganz schön lang. Und wir gucken jetzt, dass wir die nächste Stunde gut rumkriegen. Und mal gucken, gleich hier um die Ecke sind noch die Jungs, die anderen aus dem Team. Und weh, die jubeln nicht. Was ist los, wenn ich vorbeilaufe? Wo sind sie? Wo sind sie? Da ist es! Häse! Naja, war so dürftig. Ging so. Kann besser sein. Ich bin jetzt bei meinem dritten Kilometer, dritte Runde. Und was nicht zu unterschätzen ist, dass man immer wieder Pausen hat und dann wieder Vollgas gibt. Voller Scheiß hier. Und so nebenbei überall voll die Party. Da kommt der Nächste, der hechelt. Wir holen mich hier alle. Macht auch nichts. Sind auch 50 Jahre jünger. Mann, oh Mann. War gleich wieder der Henning dran. Ah, da kommt der Henning schon wieder. Da kommt er da hinten. Irgendwo da ist er. Da ist er. Ja, klatsch mich ab. Klatsch mich ab. Jawohl, es geht weiter. So, ich habe meine vierte Runde jetzt. Und am Anfang wieder voll gepaced natürlich, ist ja klar. Und später werde ich wieder langsamer. Ganz normal. Aber trotzdem immer Leute, auch wenn ich voll pace, die mich voll krass überholen. Was soll denn die Scheiße? Gibt's doch gar nicht. Naja, ich gebe mein Bestes. So, jetzt laufe ich wieder in den Zieleinlauf ein. Vielleicht piept es wieder. Zeig das mal. Hier ist das Ziel, wenn ich durchlaufe. Piept gar nicht. Jetzt hat es gepiept. Jetzt muss gleich wieder der Henning irgendwo sein. Wo ist er, der Henning? Da ist er! Da ist er, der Henning! Renn, Henning! Da kommt er wieder, der Henning. Nächste Runde steht an. Ich halte mal die Hand raus. Er wird es erkennen. Und. Oh ja, genau. Ja, ich beginne meine sechste Runde jetzt. Und läuft.
wenn man sich einmal eingelaufen hat, da kann man die Pausen auch verknusen. Am Anfang ist nicht so einfach, aber mittlerweile geht's. Ist ja immer nur ein Kilometer. Immer die Musik hier am Rande. So laut. Mann, Mann, Mann. Hier am Rande sogar der Felix, Mensch. Was macht denn der Felix hier? Die faule Sau läuft nicht, der guckt nur zu. Ich muss hier schon. Ich habe schon 6 Runden gemacht so nebenbei. Und gleich kommt wieder der Henning um die Ecke und scheucht mich wieder. Ja, dann mal los. Ja. Hau mal rein. Warum läufst du eigentlich nicht mit? Weil ich davon nicht wusste. Ach du. Ja, da siehst du mal, wie beliebt du bist. Du bist nicht gefragt. Ja. Komm, ich muss. Ich muss weiter, komm. Da ist schon wieder der Henning. Da kommt er. Da kommt er mit dem Affenzahn, kommt er da. Henning! Au, oh, egal, komm. Er hat mich nicht getroffen, aber das zählt jetzt nicht als Wechselfehler. Glaube ich nicht. Aber Unvermögen vom Henning, wenn er mich meine Hand trifft. Also ehrlich, der war wohl so kaputt. Macht ja nichts. Und der Henning, der scheidet gleich aus. Wir haben einen neuen Teilnehmer. Ich habe gar nicht gefragt, wie er heißt. Der wird gleich mit mir wechseln. Ich bin jetzt bei der 7. Runde. Hammer, oder? Da ist er schon wieder. Jawohl. Mann, die rennen hier wie die Bekloppten. Ehrlich. Mann, Mann, Mann. So, jetzt bin ich wieder beim Zieleinlauf. Bei meiner 7. Runde. Gucken, wer jetzt da steht. Ich glaube, der Henning nicht mehr. Irgendein anderer. Gleich piepst wieder. Achtung. Ja. So, wo ist der Henning oder irgendjemand? Mal gucken nach vorne. Wo ist mein Wechselpartner? Wo ist er? Da ist er! Low Forest! Yo! So, Henning, du bist raus, oder was? Nee, wir machen noch weiter eine Stunde. Du machst eine Stunde weiter? Du. Ich? Du und ich. Oh. Und er. Achso, zu dritt? Ja, wir haben gesagt, wir haben noch viele 2. Runde. Guter Plan. Mal gucken. Ich mach nur ein bisschen. Das ist der nächste, bist du wieder? Nächsten mache ich jetzt, ja. Richtig. Drüber nachgedacht. Dann macht er wieder. Ja, ja, ich hab's kapiert. Ich bin zwar total bescheuert, aber dämlich bin ich nicht. Ja, macht Spaß, ne? Ja, geil. Runde ist cool. Geil. Alles Gute. Man ist auf der Runde ein bisschen alleine. Ich wünschte mir noch einen Gesprächspartner. Aber mal gucken. Die anderen wissen das wahrscheinlich. So, jetzt laufen wir mal letzte Runde, Henning, oder? Letzte Runde. Ja, Kollege kommt schon. Wo ist er denn? Jetzt machst du mal eine richtige, ne? Wo ist er denn, der Kollege? Ach, da ist er! Mensch, wo läufst du denn lang? Komm her! Ich mach mal eine letzte Runde jetzt. Wollt ja schon durchlaufen, ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Typ! So, ich habe jetzt meine 10. Runde vor mir. Meine letzte Runde hier beim 25-Stunden-Lauf. Und dann bin ich erstmal raus. Und dann ist Autohaus Häse allein unterwegs, ohne mich. Ja, aber ich mache das auch so. Ich war ja nur ein kleines Licht hier. Ich bin nur eine Stunde gelaufen. Nee, eine Stunde 15, so. Stunde 15 bin ich gelaufen. Und die anderen insgesamt 25. Muss man sich mal reinziehen. 25 Stunden. Hammer. Ich komme jetzt zu meinem ganz persönlichen Zieleinlauf. Mehr mache ich heute nicht. 10 Runden reichen. Verdammt nochmal. Jetzt gebe ich gleich den Staffelstab weiter, den imaginären. Und dann bin ich raus. Mal gucken, wer jetzt übernimmt. Ich glaube, der Marcel oder der Henning. Nein, der Henning. Henning ist nochmal dran. Da ist er. Da steht er. Henning. Gib Gas, Henning. So, Marcel, wir zwei. Ich bin raus, ne? Das ist gut. Du bist jetzt 12 Stunden am Stück dran, ne? Genau, ich stehe jetzt schon. Noch 12 Stunden, muss man sagen. Ja, noch 12 Stunden geht die Scheiße hier. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also, ich habe jetzt 10 Runden gemacht. Wie machst du so am Tag? Wie hast du schon? Ich habe, glaube ich, 6, 7, 8. Ja, 8 Stück sind es jetzt. Jetzt gleich eine halbe Stunde durchlaufen. Kommt noch ein paar dazu. Nur 8? Oh, das gibt's doch gar nicht. Du bist 24, Kollege. Du kannst doch mal auf 20 Runden laufen. Komm doch jetzt. Ich bin enttäuscht. Also komm jetzt. Komm ich muss jetzt gehen. Tschüss. Jetzt bin ich wieder in unserem Camp. Frau Häse hier guckt gerade nach, wie schnell ich gelaufen bin. Kann ich so schnell gewesen sein?
Aber die hat da irgendwie auf dem Mobiltelefon, wo ist es? Da hat sie irgendwie so eine App, wo sie dann nachgucken kann. Ich bin mal gespannt. Na, da bin ich doch. Sascha Ehlert, ja, das bin ich. Genau, das bist Na? Du. Und? Größer geht nicht. 4,42. 4,42 pro Runde. Und hier ist noch eine 4,33. Super. Und 4,38. 4,44. Ja, ich werde immer langsamer, ist klar. Na, hier 4,32. 4,32. Ja. Und nochmal zum Schluss 4,37. Da ist nochmal richtig Gas gegeben. Ich bin so stolz auf mich. Ja? Ich auch. Hast du super gemacht. Ihr müsst jetzt noch, ihr müsst noch 12 Stunden hier durchhalten, ne? Ja. Hammer hat. Ihr macht das jedes Jahr, oder? Ja, jedes Jahr. Hammer hat, ey. Und wie viele Leute seid ihr eigentlich hier insgesamt? Dieses Jahr sind wir 18. 18? Ja, wir sind auch teilweise nur 10, mal sind wir 20. Also je nachdem, wer verletzt ist. Und selbst auch am Laufen? Ja, natürlich. Na, also, es geht doch. Ja, boah, heute hier fürs Autohaus Hese unterwegs gewesen. Ich bin voll am Abschwitzen. Ja, ich seh's. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei übrigens. Echt? Ja, hat Spaß gemacht. Finde ich gut. Drauf. Ja, klar. Ja, klasse. Wir bisschen verschwitzen, uns Entschuldigung. Ja, ich sag cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Ja. Nächstes Jahr 25-Stunden-Lauf mit Autohaus Hese wieder. Super, klasse, wir freuen uns. Bis dann. Ciao.